Ja, Jan Holdak bei mir. Die Mittelfeld-Neuverpflichtung von Bonner SC. Wie haben Sie heute das Spiel gesehen? Ja, wie schon gedacht, dass es ein schweres Spiel wird, weil die haben das gut gemacht, gerade gegen unterklassige Gegner. Die sind natürlich sehr motiviert sind, war es klar, dass es nicht einfach wird. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, die laufen zu lassen und die müde zu spielen. Das hat am Anfang nicht ganz so gut geklappt. Da haben die eher uns laufen lassen in den ersten 10 Minuten und dann haben wir nochmal ein Zeichen gesetzt und dann hat es auch ganz gut geklappt. Dann sind wir besser ins Spiel gekommen, haben 2, 3 gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Machen die nicht, dann gehen wir mit 0-0 in die Pause. So, und dann waren wir nicht unzufrieden, also schon unzufrieden, dass wir kein Tor gemacht haben, aber so, es war vorabsehbar, dass es schwer wird. Ja, und dann am Ende sind wir natürlich ein bisschen traurig, dass wir da jetzt 0-0 gespielt haben, weil so ein Spiel musst du gewinnen. Gerade haben wir uns auch vorgenommen, das Spiel ganz klar zu gewinnen und ja, hat man ja am Ende gesehen, muss nur noch ein paar Läufe machen, aber gut. Ja, Sie sagten schon, das Spiel ist 0-0 ausgegangen. Einige gute Ansätze zu sehen, viele Steilpässe, die dann doch nicht angekommen sind. Insgesamt über das Spielverteil muss man schon sagen, dass eher die unnötige Härte im Testspiel aufgefallen ist. Woher kamen die heute? Ja, das, weil wir nicht so gut reingefunden haben, würde ich mal sagen. Und gerade wenn es nicht so gut läuft, da muss man mal ein Zeichen setzen, dass dann dadurch die Härte reinkommt. Ja, das ist im Fußball, das passiert. Ich glaube, das war aber auch ein guter Härtetest für uns dann, gerade weil das in der Regionalliga auch gefragt ist, gegenzuhalten. Und ja, da kam halt dann auch die Härte und war für uns, glaube ich, auch mal sehr gut und ein kleiner Wachrüttler, dass wir da gegenhalten müssen. Ja, Sie hatten ja Karriereschritte in England, auch bei Uerdingen gewesen. Was hat Sie dazu bewogen, nach Bonn zu kommen? Ja, das war ein Schritt, der sehr bewusst von mir war, dass ich hier in der Umgebung bleiben möchte, weil meine Freundin studiert in Düsseldorf und dadurch wollte ich aus der Umgebung nicht weg. Ich war da auch noch mit anderen Vereinen im Gespräch, aber dann muss man ganz klar sagen, mit Thorsten Nährbauer, der sich sehr um mich bemüht hat, mit dem Herr Schmitz und mit dem Herr Engels, die mich dann komplett von Bonn überzeugen konnten und wie man auch schon in den Vorbereitungsspielen gesehen hat, gegen welche Gegner wir dort gespielt haben, in welche Richtung der Bonner SC arbeiten möchte, entspricht auch meinen Zielen und dafür habe ich mich dann bewusst für den Bonner SC entschieden und bin sehr froh, halt, dass sie so auf mich setzen und einfach auch die Wertschätzung, die der Bonn mir gegeben hat, die war für mich so wichtig, dass ich gesagt habe, ich habe Bock darauf und ich will das machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die Kick TV App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.